Stufe 30. Mensch. Was ist die höchste Stufe? 50? Beste, Wesen mir stirbt. Und die Ziegen überstehen alles. Du willst aufgeben? Diese Ziegen nach nur 8 Versuchen leben noch. Wie oft muss ich's denn versuchen? Die sind unsterblich. So oft wie nötig. Unsterbliche Ziegen. Aber ich mache keine Fortschritte. Wir machen eine Ziegenarmee. Die kann eh keiner töten. Das sind Hardcore-Ziegen, ja. Ist doch wahr. Wir machen später weiter. Weißt du? Jeder stirbt. Und die Ziegen leben. Als du das erste Mal die Spur versucht hast, bist du auch nicht weit gekommen. Geralt, bitte. Nicht jetzt. Verglichen damit ist die Spur ein Spaziergang. Aber darum geht es nicht. Wenn ich bockig werde. Amalach sagt, ich werde es erst schaffen, wenn ich aufhöre, an den Kampf zu denken. Aber ich kann im Moment einfach nicht an kleine Kätzchen und Vanillepudding denken. Oh, Vanillepudding. Sag mal, wie machst du das? Was denn? Dich immer unter Kontrolle zu haben. Immer konzentriert zu sein, egal was passiert. Ich hab Bock auf Vanillepudding. Es gibt eine bestimmte alte Methode. Wesemir hat sie mir beigebracht und Barmin hat sie ihm beigebracht. Bringst du mich in die Berge und lässt mich Schierling trinken? Die Druiden von Skellige setzen sie seit Jahrhunderten ein. Funktioniert immer. Hey! Ich glaube, die Dinge waren einfach zu cool, um sich mit dem Umfeld zu beschäftigen. Das wirst du bereuen. Ich glaube, warte mal, bis der Bock auftaucht. Die neue Ziegen-Superkraft. Hey, das ist unfair. Der Bock-Modus. Das werden wir ja sehen. So. Fang mich doch! Das wird doch nicht. Gott, ich weiß doch nicht, wo diese Frau ist. Was soll ich überhaupt tun? Ah! Schneebälle, warte. Ich hab's verstanden. Jetzt bist du fällig. Sagte sie. Wo ist? Hey, das ist unfair! Oder nicht? Scheiße. Kommen wir jetzt eine neue? Warte. Jetzt bist du fertig. Haha. Nein! Hey! Jetzt bist du fertig. Oh nein. Ich glaube nicht. Mill! Kacke! Nein! Sagst du, sie benutzt das Tricky gegen. Ja, was trinkt das? Du hattest recht. Ja, es funktioniert tatsächlich. Danke. Ich glaube, das liegt nicht an Geralts Wurftechnik. Ich glaube, das liegt an mir. Ich schau mal, wo unser lieber Wissen da ist. Ach ja. Hey Mensch, wir haben gewonnen.
Geralt? Geralt, wach auf. Was ist los? Steh auf, wir müssen gehen. Ich habe die Pferde gesattelt. Ciri, es ist noch dunkel. Wo willst du denn hin? Nach Velen, zum Kahlen Berg. In ein paar Tagen ist Hexensabbat. Und rate mal, wer als Ehrengast eingeladen ist. Keine Ahnung. Klär mich auf. Imlerit. Das ist eine einmalige Chance, ihn zu kriegen. Wo hast du das denn her? Was ist denn in dich gefahren? Ich muss Wesemir rächen. Der Sabbat. Das ist die Gelegenheit. Imlerit wird betrunken sein und mit seinen Leuten feiern. Er wird nicht mit einem Angriff rechnen. Warum glaube ich, dass Avalach das nicht gefallen wird? Triffst du ihn hier noch? Ich habe ihm eine Nachricht hinterlassen, dass wir uns in Novigrad treffen. Komm, wir reden unterwegs. Geh vor. Bereit? Gehen wir. Nach der Schlacht von Kaer Morhen leckten die Verteidiger ihre Wunden und Ciri begann ihre Rache zu planen. Eines Nachts weckte sie Geralt und drängte ihn mit ihr nach Velen zu gehen. Sie wusste, dass sie durchaus möglich, wobei, na gut, die anderen, die Menschen haben damals halt nichts anderes gekannt, deswegen wird so ein Bett schon gemütlich für sie gewesen sein. Manch einer hatte nicht mal ein Bett und musste auf dem kahlen Boden schlafen. Oder draußen in den Gassen, dann im Mief der anderen. Stelle ich mir nicht besonders angenehm vor. Dann doch lieber ein komisches Bretterbett mit ein bisschen Stroh. Selbst das ist dann noch gemütlicher. Oder du hattest Glück und warst König, Hofdame oder was auch immer. Etwas höher gestelltes. Dann hattest du vielleicht vielleicht sogar noch ein Bettlaken. Die Leute auf Krähenfels haben von diesem Berg gesprochen. Heimat der Herrinnen des Waldes. Wer ist denn auch gut gelaunt? Die Bauern hatten Angst herzukommen. Und der Baron hat gedacht, die Herrinnen des Waldes wären nur eine Spukgeschichte für ungezogene Kinder. Möchte wissen, wie es dem Baron geht. Er hat seine Frau gefunden und weit weggebracht. Anna, es ging ihr nicht gut. Eine Schande. Du meinst, wir finden Imlerit hier? Bist du sicher? Avalach hat mir von Wesen erzählt, die mit den Enelle in Verbindung stehen. Sie sind überall auf der Welt zu finden. In Velen sind es die Mumen. Imlerit war auf Eredins Geheiß hier, um den Mumen zu sagen, dass sie Augen und Ohren offen halten sollen. Für den Fall, dass Avalach in seinem Versteck in Velen Zuflucht findet. Ja, die war echt gut. Sie haben ihn wohl beim Wort genommen, wenn ich mir die ganzen Ohren hier im Wald so ansehe. Meinst du, Imlerit ist noch hier? Er sehnt sich nach den Freuden des Fleisches. Wein, Sex. Die Mumen umgarnen ihn, hofieren ihn. Er wird es sich nicht nehmen lassen und zum Sabbat auf dem kahlen Berg sein. Kennst du dich hier etwa aus? Vor vielen hundert Jahren war das hier eine heilige Stätte der Druiden. Dann kamen die Mumen, zerstörten den Druidenkreis von Velen und entstellten die heilige Eiche auf dem Berg. Okay. Jedes Jahr wird hier ein wichtiges Fest gefeiert. Sie nennen es den Sabbat. Alle Leute in der Umgebung sind dabei. Imlerit bestimmt auch, als Gast der Mumen. Du weißt gut Bescheid. Avalach ist ein guter Lehrer. Okay. Bringen wir es hinter uns. Wir müssen auf den Gipfel. Da finden wir Imlerit. Ob das alles so eine gute Idee ist? Nennen diesen Abend das Fest der Geschenke. Ich weiß nicht warum. Ich wage das ja immer noch zu bezweifeln. Avalach behauptet. Achso, warte mal. Wir haben ja immer noch hier. Können ja noch Level aufsteigen. Also hier unser Kram machen.
Das hätte ich gern einmal. Beim Kritispack ist noch gerade die maximale Vitalität um 10. Absolut konsumiert erhöht wie für eine bestimmte Wirkung die Maximale 200. Was war denn? Wir werden schon hier irgendwas verbessern. Packen wir da mal mit rein. Alchemie. Gut, können wir nichts machen. Die größte Schwäche seiner Eitelkeit ist. Eitelkeit. Er will jeden Feind beeindrucken. Der andere, Karantir, soll verschwiegen und pragmatisch sein. Nicht überraschend, immerhin war er Avalachs Schüler. Nee, du kannst ruhig weitergehen. Ich bin direkt hinter dir. Kann doch nicht... Soll ich schließen? Nee, ich kann doch nicht mal ran. Lass sie doch. Aber... Sie wollen doch nur zum Fest. Es gehört sich nicht, sie zu verjagen. Wir sind nicht zum Feiern hier. Wir müssen auf den Berggipfel. Das Tor ist zu. Ihr könnt nicht hindurch. Aber da unten gibt's Feuer und jede Menge zu essen und trinken. Setzt euch dazu. Vielleicht kommen die Herrinnen ja dieses Jahr herunter und zeigen sich uns. Das wollt ihr nicht sehen. Danke für die Einladung. Wir setzen uns gerne etwas hin, nicht wahr? Sprich für dich selbst. Kommt mit mir! Ich habe das genau gesehen, dass sie die Augen gerollt, also mit den Augen gerollt hat. Dem Typ traue ich nicht. Ein komisches Dupfschnitt. Du hast ein Tor erwähnt und dass wir nicht hindurch können. Nur die Auserwählten dürfen zu den Herrinnen hinauf. Jedes Jahr steigen höchstens 3 junge Kerle und Mädel auf den Berg. Lass mich raten. Mann. Sie kehren nie zurück. Pikumune. Doch, das tun sie. Fröhlich und ausgelassen. Aber nur die wenigsten von ihnen bleiben in Velen. Meist ziehen sie in die Welt hinaus. Die Herrinnen des Waldes kommen zu euch? Wenn sie uns wohlgesonnen sind. Mein Vater hat mir erzählt, dass sie einmal hinabkamen, von Feuer zu Feuer gingen und sich die Wünsche und Nöte der Leute anhörten. Darauf warten wir jetzt jedes Jahr. Dann haben sie es wohl schon länger nicht mehr getan. Es hat keinen Sinn zu warten, ob wir so viel Glück haben. Ja, wir müssen irgendwie zum Gipfel. Dieses Fest, worum geht's da überhaupt? Wieso willst du das wissen, Wanderer? Kein Grund, sich aufzuregen. Der weiße Mann hat den Herrinnen geholfen, wie wir wissen. Oder bitte, danke. Wir haben ihnen das ganze Jahr durch Geschenke gemacht und heute 3 schenken sie Stunden uns dran an dem Essen. Segen. Ich habe eines eurer Geschenke an die Mumien getroffen. Ich beiß immer mal so zwischendurch ab. Zu Tode verängstigt und etwa 8 Jahre alt. Bleib ruhig. Eure Kinder, warum brauchen die Herrinnen sie? Das wissen wir nicht und wir fragen auch nicht. Ihr wisst es nicht? Dann verrate ich's euch. Verrat uns lieber, was ein Bauer, dessen eigene Kinder hungern, mit einem streunenden Kriegsweisen machen soll. Ihr seid nicht von hier. Urteilt nicht mit euren Gesetzen über uns. Na gut, hat er nicht ganz unrecht. Ich habe genug gehört. Wir haben noch andere Fragen.
Warum nicht? Wir sollten gehen. Ihr wollt unbedingt zu den Herrinnen. Ich teile eure Sehnsucht. Mhm. Wir brennen geradezu darauf. Komm, Geralt. Wir müssen vor Tagesanbruch dort sein. Geht zum Zelt und sprecht mit Thekla. Sie entscheidet, wer würdig ist, vor die Herrinnen zu treten. Hm, hieß Thekla nicht die Spinne in Biene Maya? Es war ein harter Winter. Die Eiche wird uns reich beschenken, ja? Gute Herrinnen. Ich würde die Herrinnen vielleicht nicht unbedingt anbeten. Guck mal, ein Kind. Nein, das ist ein kein Göttling. Kind. Ich kenne ihn. Er heißt Hansi. Das ist ja toll. Du bist nö, zurück. Quatsch, ich setze mich überhaupt nicht mit und dazu. Du hast ein Mädchen gefunden. War halt nur so spannend die ganze Hansi. Zeit. Wir hatten schon das Vergnügen, auch wenn es etwas einseitig war. Außerdem hatte ich vorhin schon mehr als genug Pausen. Sehen, mit dem Rücken aber zu die mir, nächste mache ich bald. Also keine Angst. Geschichte. Ein Göttling. Schön, dich kennenzulernen. Wie steht's, Hansi? Hansi ist toll. Bestens, keine Beschwerden. Was führt dich hierher? Wir wollen auf den Berg. Kannst du uns helfen? Ich würde euch eher davon abraten. Aber das wäre wohl vergeblich. Ja. Das Mädchen, ist sie genauso stur wie du? Sturer. Sogar noch sturer. Hab ich mir schon gedacht. Der Weg zum Gipfel beginnt gleich hinter dem Tor da. Aber nur die alte Thekla hat den Schlüssel. Und da ihr den nicht kriegt, könnt ihr genauso gut umkehren. Der Schlüssel. Warum glaubst du nicht, dass wir ihn kriegen? Herrje, ihr seid ja schlimmer als Kinder. 3 Seelen werden auf den Berg gelassen. Und zwar nur stramme Burschen oder holde Mädel. Sie bekommen den Schlüssel, öffnen das Tor und treffen die Herrinnen. Dann wäre ich also dabei. Aber er ist alt und hässlich. Was kann er denn? Hallo. Verlorene Stimmen wiederfinden zum Beispiel. Dann finde die Stimme der Vernunft. Sie wird euch raten, umzukehren. Ihr könnt die Herrinnen nicht täuschen. Oh Mann. Wir suchen einen Elfen namens Imlirit. Ciri meint, er könnte ein Gast der Mumen sein. Ein großer Kerl in Plattenrüstung? Da seid ihr auf dem richtigen Weg. Er ist auf den Berg rauf. Du hast ihn gesehen? Zuerst im Sumpf. Unter den Hufen seines Pferdes ist das Wasser gefroren. Und dann gestern nochmal, als er den Weg hochritt. Das erinnert mich so ein bisschen an die Nazgul. Warum sucht ihr ihn? Er hat meinen Freund getötet. Bei dem würde ich auf Rache verzichten. Selbst die Herrinnen kriechen vor ihm im Staub. Wir müssen zum Gipfel. Ganz einfach. Dann müsst ihr Thekla überreden. Sie ist zwar blind wie ein Maulwurf, aber sie ist nicht dumm. Wir wollen sie nicht hereinlegen. Ihr findet sie in dem Zelt da drüben. Ich wünsche euch Glück und hoffe, wir sehen uns wieder. Irgendwann. Der Mond geht auf, die Eule ruft, nur mehr glimmt das Feuer. Ja, okay. Weg hier. Junge, in dem Zelt, Junge. Es ist noch nicht fertig. Gibt ja so wenige davon. Was ist das da? Ich gehe gerade aus. Ja, stimmt. Es klart auf. Hm, wer ist da? Nun komm, komm näher, Mädchen. Die ist tatsächlich blind. Jetzt sage ich jetzt gerne Hansi sehen können. Ah, nee. Ja. Nee. Was ist das für ein? Wirklich nicht. Schmale Taille, funkelnde Augen. Ein hübsches, lebhaftes Mädel. Hattest du schon mal einen Mann? Hm. Vergiss es, ich kenne die Antwort. Ich wähle dich, Mädchen. In dieser Nacht wirst du die Herrinnen sehen. Ciri? Wunderbar. Wer würde nicht die Herrinnen sehen wollen? Mein Begleiter kommt mit mir. Was hat die Katze denn da eingeschleppt? Er ist grauhaarig und aderig, voll mit Narben.
und hat Augen wie eine Viper. Ja, stinkt nach geronnenem Blut und nach Leichen und ist alt und unfruchtbar. Ich weise dich zurück, Sonderling. Das Mädchen geht allein. Ja, klar. Du schätzt mich falsch ein. Ich bin würdig. Mädel? Er ist flinker als jeder Jüngere. Und er riecht nach Tod, weil er Monster jagt. Und er tötet jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht ist doch noch Leben in ihm. Ja. Laut dem alten Ritus ich kannst du halt einen Urteil anfechten. Aber dazu musst du eine Prüfung bestehen. War doch klar. Ich stelle mich der Prüfung. Oh, es wäre ja auch zu einfach, wenn mal alles glatt laufen würde. Komm. Warum? Oh, was kommt denn jetzt? Tauchen. Du musst sie finden. Eine Münze aus alter Zeit. Falka prangt auf ihrer Rückseite. Daher wird sie Oren der Verächterin genannt. Ja, ich glaube, das hat relativ wenig Sinn. Die sieht, glaube ich, nicht besonders viel. Irgendwas ist los. Irgendwer kommt. Alter, warum muss ich denn jetzt unbedingt da... Wenn ich von hier aus runterspringe, sterbe ich oder... Ach. So. Da ist was. So. Ach, Geralt. Wumm. Schwimmen, Geralt, schwimmen. Ich bin in meinem Dauerlog. Viel Spaß dir noch. Ja, danke, werde ich auf jeden Fall haben. Vielen lieben Dank, dass du da warst und viel Spaß im Lurk. Was kommt denn jetzt noch? Hörchen. Ein Unhold! Diesmal in Rot! Autsch! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Tu es nicht! Hallöchen, Herr Unhold. Wir haben ein so schönes Zebra-Booster. Ist das neu? Haben Sie sich das gerade tätowieren lassen? Ja, nein, vielleicht. Bitte Handzeichen. Okay. Okay. Sie stehen auf Breakdance. Okay, gut. Klar. Gerne doch. Lässt sie einrichten. Hallo Kaya, schön, dass du reinschaust. Alles gut bei dir? Oh. Alter Verwalter. Vielleicht sollten wir uns einfach der stramme Geralt nennen. Also nicht wegen dem Zustand stramm, sondern, ne? Ich weiß, was schlecht. Der war grottig. Wozu soll die Prüfung gut sein? Naja, die Prüfung soll dazu gut sein, dass wir beweisen, wie toll wir sind und dass wir jung, knackig und wildstark sind. Irgendwas ist los. Sie sind zurück.
Was wollt ihr? Mir geht's soweit auch gut. Ich hab die Münze, die du in den See geworfen hast. Sie riecht vermodert. Damit wir zu diesem Herrinnen hochkommen. Das tue ich immer. Und wir mir rächen können. Zeigt die Münze dem Torwächter. Er weiß, was das bedeutet. Marika, mach dir das Tor auf. Geht jetzt. Ja, wir dürfen hoch. Jetzt gibt's aufs Fräsbett. Du musstest ja nicht in dieser Höhle rumtauchen. Das ergibt keinen Sinn. Du bist ein Hexer. Naja, sie hat uns halt für unwürdig erachtet, weswegen wir eine Prüfung machten mussten, um zu beweisen, dass wir würdig sind und dass wir zu den Herrinnen hoch dürfen. Weil wir alt und modrig und verwest und unfruchtbar gerochen haben. Ich frage mich zwar, woher sie das riecht, aber ja, scheinbar stinkt Geralt. Hätte das noch verhindern können. Boah, keiner. Rein theoretisch, aber sie wollen halt kein Aufsehen erregen. Es soll ja ein Überraschungsmanöver sein, quasi. Wir wollen ja uns anschleichen, quasi. Wir wollen den Typen da ja überraschen. Damit wir ihm hinterrücks das Messer bzw. das Schwert in den Allerwertesten stecken können. Was bist du? Wie heißt du, Mädchen? Und du? Dein Name spielt keine Rolle. Auf dem Gipfel verlierst du ihn und bekommst einen neuen. Du kannst gehen. Und du? Ich habe die Prüfung bestanden. Hier ist der Beweis. Erkennst du das? Wir haben immer brav geklingelt. Der Orinia. Ein Todesurteil. Das würde ich jetzt mal so nicht sagen. Oh. Meine Oma hat härter zugeschlagen. Ja, doch, kann stimmen. Ihre Großmutter war eigentlich eine ganz gute Kriegerin. Ziemlich harter Kerl. Naja. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Klingt eigentlich. Ich suche Imlerit. Du die Mumen. Die bitten aber auch alle um Flasche. Ja. Sie leben definitiv unter der Eiche, zwischen den Wurzeln. Auf keinen Fall. Ich suche Imlerit. Na gut, spielen wir drum. Oh. Schnick, schnack, schnuck. Ernsthaft. Zwei. Verdammt. Wir spielen nochmal. Nein. Auf gar keinen Fall. Ich steig auf den Gipfel. Du beschäftigst die Mumen. Kaum eine Herausforderung. Sie sind sehr gefährlich. Wollte ich gerade sagen. Du auch. Ich bin scheiße. Ich bin einfach nur scheiße. Ich hab's auch langsam aufgegeben. Wobei, Dufte Streams mir das bei Zeiten dann mal beibringen und erklären möchte. Wir werden uns da irgendwann mal zusammensetzen. Und dann würde er mir das mal so ein bisschen erklären. Ich muss wohl springen. Weil ich hab's aufgegeben, mir das selber da anzulesen. Oh, lass mir raten, wir müssen trotzdem tauchen. Ah, ne. Kaya, haben wir schon wieder Blähung? Keine Tiere. Ich hab auch angekriegt. Unglaublich. Bitte, dann ist das überraschend einfach. Das macht nicht was. Ja, das sagen alle, aber wie gesagt, bisher habe ich es nicht ganz kapiert. Bin ich froh, dass das Ding hier auf 18 ist. Die
Er lebte ein Leben der Liebe und kannte keine Bitterkeit. Irgendwann hat es geklickt. Ja, ich habe es jetzt lecker. Einige Mal probiert. Boah. Jetzt sind sie nicht mehr so lecker. Willkommen, Kind vom älteren Blut. Wir wussten, du würdest zurückkehren. Dein Geschmack liegt noch auf unseren Zungen. Genug geschwätzt. Oh. Ja, ja, böses, böses Mädchen. Oh, lass mich da weg. Warum funktionieren die? Das hat ja super funktioniert. Oh! Ja, ich habe eure Schwester getötet. Nope. Es ist nur noch eine von euch da. Kann ich jetzt gerade nicht tun. Das war's da wohl mit dem Moomin. Oh, der ist Moomin. Rechts. Okay. Die sehen so echt ekelhaft aus. Füße. Schwabbelt. Verdammt! Ah, Glück gelaufen. Imlarit ist bestimmt auf dem Gipfel. So, ich werde eine ganz kurze Pinkelpause machen.